Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Und es ist nicht immer einfach, das eigene Gleichgewicht in diesen Tagen zu wahren und die Balance zu halten, die Dinge zu durchschauen, die sich uns zeigen und die Wahrheit zu erkennen von dem, was uns vermittelt wird im Außen. Umso wichtiger und wertvoller ist es im Besonderen zu dieser Zeit im Fluss des eigenen Lebens zu bleiben und immer wieder in sich selbst hineinzuspüren, vom Kopf wieder ins Herz zu gelangen und der eigenen Wahrheit auf den Grund zu gehen, seinen eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen. Es ist wichtiger denn je, immer wieder innezuhalten, in die Stille zu gehen und die Verbindung zur eigenen inneren Führung zu bestärken. Sei es auch nur für 5 Minuten zwischendurch oder indem ich mir je nach Möglichkeiten auch einmal längere Rückzugsräume schaffe, in denen ich mich ganz bewusst vergegenwärtige und den inneren Dialog suche mit der göttlichen Quelle. Sei es nun durch Meditation, Bewegungsformen wie Qigong, Yoga, Trance-Tanzen oder auch Tönen und Singen, ein achtsamer Naturspaziergang, einfache, aber vielleicht ganz bewusst ausgeführte Gartenarbeit, tiefes Ein- und Ausatmen nicht zu vergessen. Und das eigene Lachen tief im Herzen wieder zu finden. So wie hier gerade, im Augenblick zu sein. Und andere mehr. Möglichkeiten gibt es viele. Ich muss sie nur nutzen. Wenn ich zum Beispiel mal etwas länger Zeit habe, hilft es mir persönlich ungemein, mich auch einfach einmal auf den Waldboden zu werfen, wie hier gerade. Und die Verbindung zum Erdboden, ja zur Erdmutter unter mir zu spüren, im Augenblick zu sein, den Moment zu genießen, mich einfach einmal frei zu machen von all den alltäglichen Hiobsbotschaften, die uns zurzeit beständig über die Nachrichten oder auch Alternativmedien erreichen. Das bedeutet nicht, dass ich wegschaue und unberührt bleibe von den Geschehnissen. Jedoch losgelöst vom Kopfkino kann ich viel eher die Antworten finden in der Tiefe meiner Seele, die es dort braucht, wo ich gerade bin. Und wenn es mir gut geht, ja, ich mir erlaube, mich zu entspannen, dann kann ich meinen Teil zum Weltfrieden beitragen, wo auch immer ich mich gerade befinde. Denn aus einem friedvollen Herzen entstehen Mitgefühl, Liebe, Freundlichkeit und Großzügigkeit, die ihre weiteren Kreise ziehen können. Und glaube nicht, dass du zu klein seiest, um etwas zu bewirken. Nein, da wo du bist, wirst du als du gebraucht. Vergiss das nicht. Erinnere dich stetig daran und bestärke stattdessen beständig die Verbindung zu deiner geistigen Führung. Jeder Mensch hat eine geistige Führung. So auch du. Ob du sie nun Gott, Licht, Schutzengel oder anders nennst, spielt dabei keine Rolle. Du bist nicht allein. Und es ist von großer Bedeutung, sich immer wieder zu verinnerlichen, dass es ein Zentrum der Kraft gibt,
im Auge des Sturms, mit dem du dich verbinden kannst. Und von dort aus halte dein Licht hoch. Von dort aus empfange und sende Liebe, Mitgefühl, Zuversicht, Vertrauen, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Mut und Kraft und all das, was du dir wünschst, für dich selbst und das Miteinander in dieser Welt. Beginne aufzuräumen in deinem eigenen Umfeld und schaffe da Frieden, wo du gerade bist. In deinen Beziehungen und in deinem gegenwärtigen Leben. Denn Frieden bringst du nur, wenn du selbst zum Frieden wirst. Fange also bei dir selbst in deinem inneren und äußeren Umfeld an. Ja, der Fuchs als Krafttier im Übrigen, der dir hier gleich eher im linken mittleren Bild im Video kurz erscheinen wird und vorbeihuscht, achte einmal darauf. Der kann dir helfen, das eigene Denken in Einklang mit dem Handeln zu bringen und auf natürliche Wechselwirkungen und Widersprüche aufmerksam zu machen. Dieses schlaue, listige Tier kann sich als geschickt getarnter und guter Beobachter auf viele Lebensumstände einstellen und findet immer einen Weg. Er ist quasi ein Bote dafür, dass auch wir eine Lösung finden werden für all das, was sich uns zeigt im Leben. Er kann dir dabei helfen, auf deinem Lebenspfad zu bleiben, dich zu stärken und kluge Entscheidungen zu treffen. Der Specht wiederum, dessen Rufen und Trommeln du heute hier mit mir im Wald auch vernehmen konntest, kann dir dabei helfen, unerlöste Gefühle ans Tageslicht deines Bewusstseins zu bringen und verkündet zugleich Glück und Lebenskraft. Kündigt er in der äußeren Welt mit seinem Trommelschlag Wetterveränderungen an, so deutet er in der inneren Welt darauf hin, dass es immer und immer die Liebe ist, die Heilung auf allen Ebenen bringt. Und somit wünsche ich dir jetzt und für alles, was noch kommt, ganz viel Mut und Zuversicht und Vertrauen, vor allem aber die Fähigkeit, dich immer tiefer mit deiner inneren geistigen Führung zu verbinden, um mit Kraft und Frieden im Herzen voranzugehen. Alles Gute für dich und bis auf ein nächstes Mal. Und ich sehe jetzt auch aus wie der Wald.